was soll ich sonst machen, wenn es draußen den ganzen Tag nur regnet? Endlich hat es jetzt gerade ein bisschen aufgehört zu regnen. Laut Wetterradar sollte es jetzt für 2 Stunden hier in Zadar relativ trocken sein. Also gehen wir uns mal die Innenstadt anschauen. Alles einfach momentan wirklich sehr, sehr schwierig. Federführend eine gute Laune zu behalten. Ich sitze jetzt gerade hier unter einem Hauseingang, weil, gut, ich habe versucht, mich irgendwie so ein bisschen nach dem Wetterradar auszurichten, weil ich jetzt hier nach Zadar reingehe, um mir die Innenstadt anzuschauen, aber das hat mich nicht davor bewahrt, dass es jetzt schon wieder regnet, wie bekloppt. Meine Hose schon wieder so gut wie durchnass ist und meine Stimmung gerade schon wieder sinkt. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass mein Auto seit gut einer Woche ein paar Mucken macht. Also immer wieder beim Anfahren oder sowas ruckelt er ziemlich stark. Jetzt gerade eben in der Zufahrt in einem Berg hier nach Zadar rein, ist dann aber auch im hochtourigen Bereich aufgetreten und dann kam die Motorleuchte. Das ist jetzt auch gerade so ein Punkt, will man damit jetzt noch 2000 Kilometer nach Hause fahren wieder? Und ja, dann, gut, ich erzähle normalerweise nie, was ich schon im Kopf habe, wenn es dann sowieso in 3 Tagen passiert. Aber mein weiterer Plan war, dass ich raften gehen wollte. Und zwar in Zermania, einer Empfehlung vom Peter, der da mit seinen Töchtern schon Urlaub gemacht hatte. Da das Wetter morgen und dann morgen doch ganz gut ist und Donnerstag wieder richtig gut werden soll, Dienstag und Mittwoch ist momentan wirklich schlecht vorhergesagt, habe ich da einfach mal angerufen und mich danach erkundigt, ob sie dann am Donnerstag eine Tour anbieten würden. Antwort war dann, und das hat die Stimmung auch nicht gerade verbessert, aufgrund des ganzen Regenfalls ist das Wasser momentan zu wild und deswegen bieten sie momentan keine Touren an. Es fällt mir wirklich momentan sehr, sehr schwer, mich bei Laune zu halten. Die Innenstadt von Zadar hat auf jeden Fall die gleichen Preise wie Köln. 2,50 Euro für eine Kugel Eis. Guten Morgen zusammen. Es ist Montag und heute ist voraussichtlich der 4. Tag, bei dem uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen wird. Man sieht im Hintergrund von mir unser eigentlich heutiges Ziel und das ist der Nationalpark Willebiet. Das Problem? Okay, es regnet nicht, aber die Wolkendecke sitzt so tief und es geht jetzt hier mindestens nochmal mit dem Auto alleine 400, 500 Meter nach oben. Ich glaube, da oben werden wir wahrscheinlich so gut wie nichts sehen. Wir werden das jetzt einfach ausprobieren. Wir fahren jetzt einfach los. Eine andere Möglichkeit habe ich jetzt quasi von hier aus fast gar nicht. Dienstag und Mittwoch ist weiterhin sehr, sehr schlecht prognostiziert. Ich glaube, ich gebe diese beiden Tage so gut wie auf. Das bedeutet für mich, dass ich mir für heute Abend eine Unterkunft mieten werde bis Mittwoch und dann auf den Donnerstag und Freitag hoffe. Unschön bei der ganzen Geschichte ist, dass Donnerstag und Freitag jetzt inzwischen auch Regen vorhergesagt wird. Wenn das Mittwoch immer noch der Fall sein sollte, war es das mehr oder weniger mit diesem Trip, dann geht es Mittwoch nach Hause. Aber schauen wir doch uns erstmal an, ob der Nationalpark vielleicht doch noch etwas für uns zu bieten hat. Und los geht die Wanderung. Nachdem wir uns ein bisschen verfahren haben, ist es jetzt knapp 12 Uhr. Den haben wir jetzt Glück mit der Sonne und der Wolkendecke. Wir wandern jetzt los vom Parkplatz aus hier im Nationalpark. Da auf dem Plan steht jetzt eine kleine Wanderung von eben 4 Stunden. Einmal werden wir dabei den Gromovaca und den Rossijeva Kuliba besteigen. Beide auf der ungefähr auf einer Höhe von 1600 Metern. Das ist eine sehr moderate Wanderung. Aber ich habe auch, um ehrlich zu sein, halt eben keine Lust, dann, wenn es dann regnet, noch irgendwo wieder wie beim Dinara in der Wolkendecke zu hängen, im Regen zu hängen. Da sieht es ja jetzt noch halbwegs passabel aus. Schon eher anders.
Das soll ein Wanderweg sein? Also mein Gefühl sagt mir, dass das eher so eine 2 bis vielleicht sogar 3 in der Kletterskala ist. Ich gebe zu, ich bin einen kleinen Umweg gelaufen. Also wir sind jetzt nicht auf dieser Tour, die ich gerade eben gezeigt habe, sondern hier, da, machen diesen kleinen Schlenker. Aber gut, aber das hatte ich jetzt nicht erwartet. Das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Rally Novak, 1600 Meter. Wolken können auf jeden Fall auch was haben. Diese Frontalstreifen sieht irgendwie sehr beruhigend aus. Endlich blitzt er hin und wieder mal durch die Bäume durch. Der Gromovaker, unser heutiges Ziel. Ich glaube, den anderen Berg, Rosinjegabingster, ich weiß es nicht mehr, den werde ich heute auslassen. Wir haben nämlich, bis wir da oben sind, dauert es jetzt wohl noch laut Osman 40 Minuten. Und dann haben wir beinahe 14 Uhr. Rückweg dauert durchaus 2 Stunden bis zum Auto. Dann ist es 16 Uhr und um 16 Uhr soll der Regen einsetzen. Und danke, liebes Wetter, dass ich diesen Blick haben darf. In die Richtung guckt, das sieht nicht nett aus. Da möchte ich nicht unbedingt drunter sein. Also ab zurück. Wieder zurück am Auto. Ich gönne mir jetzt mal kurz was zu essen. Und da hinten zieht sich auch alles gerade zu. Ich glaube, lange habe ich hier nicht mehr, bevor es anfängt zu regnen. Und dann geht's ab zur Unterkunft. Guten Morgen zusammen. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir diese Unterkunft hier genommen habe. Es ist jetzt gerade 9 Uhr, es regnet kontinuierlich, es hat die ganze Nacht gewittert ohne Ende. Und zwar so schlimm, dass wirklich Teile von Kroatien überschwemmt sind. Das wird die nächsten 2 Tage nicht besser. Dementsprechend wird es, denke ich mal, die nächsten 2 Tage auch, also mindestens die nächsten 2 Tage, keine Videos von mir geben. Selbst hier ist es jetzt nass.